KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, ich bin der Erik. Ich begrüße euch alle da draußen an den Empfangsgeräten, wo auch immer ihr das hört und wie auch immer, über welche Services und Streaming und was es nicht alles gibt. Es wird ja immer mehr. Man sieht ja gar nicht mehr durch hier als Boomer. Eieiei. Es werden auf jeden Fall mehr, habe ich mich gefreut. Vielleicht liegt es auch an meinen SEO-Maßnahmen, aber mal schauen. Wir haben Filme mitgebracht, denn hier geht es um Filme. Und wir besprechen dieses Mal den Film Nur noch ein einziges Mal, It Ends With Us. Der ist ja quasi jetzt gestartet auch schon, aber wir hatten den am Montag schon in der Sneak Preview. Dann ebenfalls ein Film, der jetzt neu gestartet ist, letzte Woche. Wir waren da in der Vorpremiere am Mittwoch in Alien Romulus. Und darüber werden wir berichten. Dann gibt es natürlich die offiziellen Kinocharts hier aus Stuttgart, ein bisschen Sneak-Tipps und mal gucken, was uns noch so einfällt. Und ich würde sagen, wir beginnen dann mal. Nur noch ein einziges Mal. Ha, Chris, ja? Mein schöner Romantikfilm in der Sneak Preview oder so. Haben wir gedacht. Ja, aber so Romantik war er gar nicht. Ja, haben wir gedacht, ja. Denn der Trailer ist auch ein bisschen misleading. Also ich habe hier zu Hause meine Frau und meine Tochter, die sind ja nächste Woche, wenn ich mit meinem Sohn auf der Gamescom bin, sind die ja quasi alleine hier und wissen nichts mit sich anzufangen. Und da haben sie gedacht, sie gehen ins Kino und das war der Film, den sie sich rausgesucht haben, den sie schauen wollen nächste Woche. Und haben mich gefragt, ob ich den kenne. Habe ich gesagt, ja, guten Morgen, ich habe den noch nie gesehen. Ihr könntet auch mal ein bisschen meine Tätigkeiten hier verfolgen im Internet. Aber naja. Und ja, dann habe ich ein bisschen zusammengefasst, worum es da geht. Natürlich nicht zu viel verraten und habe gesagt, ja, es ist ein schwieriger Film. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Also erstens, vielleicht ein paar Darsteller. Justin Baldoni hat Regie geführt. Und spielt auch die männliche Hauptrolle. Die weibliche Hauptrolle spielt Blake Lively, die man ja kennt als die Frau von Ryan Reynolds. Und wer da ein bisschen jetzt im Zuge von Deadpool vs. Wolverine vielleicht denen irgendwie folgt, waren ja ein paar witzige Sachen. Da gab es jetzt auch ein paar witzige Sachen wegen diesem Film. Könnt ihr gerne mal machen. Kann vielleicht der Chris noch ein bisschen mehr berichten. Jedenfalls in diesem Film geht es darum, dass eine junge Frau, die Lily Bloom heißt, einen Blumenladen aufmachen möchte. Und sie hat da so ein paar Ideen und Planungen. In Boston, Erik, in Boston, das ist wichtig. In Boston natürlich. In Boston einen Blumenladen aufmachen möchte. Und sie stürzt sich da ganz rein in die ganze Planung. Komischerweise, als sie das erste Mal in diesem Laden steht, den sie gerade gemietet hat, kommt eine random Frau rein und sagt, ja, hier hängt ein Schild mit Aushilfe. Und ja, die wird dann auch die beste Freundin. Ist alles ziemlich generisch, so für eine Ladies Night, dieser Film irgendwie. Naja, jedenfalls macht sie da den Blumenladen und sie lernt auch noch jemanden kennen. Sie will ja eigentlich gar nicht so richtig irgendwie jemanden kennenlernen und sie lernt dann aber jemanden kennen auf dem Dach ihres Hauses, nee, nicht ihres Hauses, auf eines Hauses, sagen wir so, wo sie ein bisschen die Aussicht genießen möchte auf Boston. Da kommt jemand anderes hoch und ja, und dieser Mann ist natürlich Neurochirurg. Also das war so ein Running Gag in diesem Film, weil der Typ hat so ziemlich nichts von einem Neurochirurgen, aber gut. Und das ist eben dieser besagte Justin Baldoni, der Schauspieler. Und in den verliebt sie sich dann, aber er will gar keine feste Beziehung und gar nichts. Aber sie denkt natürlich, ja, sie kann da ihn umdrehen. Und parallel dazu wird noch die Geschichte erzählt von ihrer ersten großen Liebe damals, als sie noch irgendwo außerhalb gewohnt hat. Und da wird quasi eine junge Blake Lively, also eine junge Darstellerin, die Blake Lively-Rolle verkörpert, die sich in jemanden verliebt, der in so einem Nachbarhaus, in so ein verfallenes Nachbarhaus einsteigt und sie sieht dann halt, dass der niemanden mehr hat und stellt ihm halt Essen hin und sie trifft ihn im Schulbus und ja, unterhalten sie sich dann zum ersten Mal und die verlieben sich dann. Das ist eine echt süße Geschichte. Und das hat aber auch Auswirkungen auf die Jetztzeit mit ihrem Blumenladen und allem.
Denn, ja, die Vergangenheit holt sie so ein bisschen ein. Sie hat auch ja ein Tattoo aus der Zeit und da ist ihr jetziger Freund, fragt dann auch immer, was das Tattoo zu bedeuten hat und sie will da nicht so recht raus mit der Sprache und irgendwie hängt sie dem Ganzen auch immer noch nach. Aber ich will es auch echt mal nicht zu viel verraten. Ich glaube, der Trailer verrät auch gar nicht so viel. Es wird auf jeden Fall noch ziemlich abgefahren und verrückt und macht noch ein paar krasse Wendungen und so. Oder, Chris, habe ich irgendwas, kann man irgendwas noch sagen zu dem Film? Ja, wie du es halt sagst, sie kommt ja ein neuer Freundeskreis rein, kommt dann eine neue Beziehung auch dort rein in den Boston und alles. Und das ist schon sehr, nicht so ganz, Achtung, blumig. Auch noch so High Society, weil der natürlich Neurochirurg ist. Und ja, wobei, wie du schon der andere sagst, Typ, also, der, was macht der? Der irgendwie so. Digitalwährungsbroker oder sowas, ne? Irgend sowas. Ach so, der wo immer in den Onesies rumrennt. Ja. Ja. Ist, weiß auch nicht. Also, ist halt. Es wirkt so ein bisschen wirklich wie heile Welt. Und. Ist es halt aber im Endeffekt nicht so ganz. Und das fand ich allerdings relativ gut gemacht und gut dargestellt auch, weil ich bin da auch ein bisschen mit drauf reingefallen. Weil ich schon auch dachte mit, ach Gott, die sind aber echt schusselig manchmal. Oder ging das dir anders? Also, ach so, das, ja. Aber dürfen wir jetzt nicht zu viel verraten. Ja, darf man nicht zu viel verraten, aber einfach nur so. Also ich habe echt gedacht, okay, ein bisschen schusselig sind sie schon manchmal. Ja. Ein bisschen clumsy, würde man auch sagen. Vor allem, das war dann auch immer alles so sprunghaft. Also es hat sich... Man ist nicht so richtig mitgenommen worden, aber es sollte vielleicht gerade auch so ein bisschen dann so überraschend sein für die Zuschauer, fand ich. Für mich war es auf jeden Fall ja. Da schon ein Stück weit und auch die komplette Thematik, die der Film dann mitbringt und womit er sich auseinandersetzt, fand ich echt sehr gut so hinten raus. Klar ist es eine Liebesgeschichte, eine Kennenlerngeschichte, die so ein bisschen Kaugummi-artig auch daherkommt. Es ist da tatsächlich zu lang. Der geht ja auch, glaube ich, 2 Stunden irgendwas. Ach ja. Und, ja, 2 Stunden Elfen. Ja, und das war too much. Also locker eine halbe Stunde bis 45 Minuten hätte man auch runterkürzen können, würde ich mal sagen. Vor allem die Bums-Szenen aus der Jetztzeit. Ja, die, also die waren, ja, waren ja auch nicht so. Das war ja alles so Blümchensex-mäßig, so, ha, wie stellen sich junge Mädchen wohl Sexszenen vor? Irgendwie alles so und alles so, ha. Das wage ich nicht zu beurteilen, aber. Keine Ahnung, also es war alles so verkitscht und verklärt und. Nee. Aber was ich habe tatsächlich noch was vergessen. Ihr Vater stirbt nämlich und deswegen muss sie auch nochmal zurück in ihr altes Heimatörtchen. Und trifft dann auch ihre Mutter und dann sieht man auch, da ist auch einiges im Argen gewesen und das hat auch wiederum Auswirkungen auf die Jetztzeit. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass dieses Buch, was ja ein sehr erfolgreiches Buch sein soll, ich habe es nicht gelesen, dass im Buch das durchaus besser rauskommt. Auch gerade so diese, es sind ja doch einige Überraschungen in den Enthüllungen, die hier im Film durchaus etwas verpufft sind durch irgendwelche schlechten darstellerischen Leistungen von manchen Leuten. Also nicht Blake Lively, die fand ich okay. Ich wollte gerade sagen, Blake Lively fand ich echt. Die fand ich okay, super. Aber speziell in der Jetztzeit alle Personen drumherum, also wirklich, ohne Ausnahme, schlechtes Casting. Natürlich ist es blöder, dass der Regisseur selber die männliche Hauptrolle gespielt hat. Der kann sich ja nicht selber, also wenn er sich selber da drin haben will, okay. Aber er hätte lieber jemand anders nehmen sollen. Also ich habe ihm jedes Mal, in der gesagt hat, ich bin ja neurisch, ich habe ja nachher eine Gehirnoperation, ich muss eine siamesische Zwillinge trennen, habe ich gedacht, ja klar, du ey, du siehst aus, als würde dir beim Rausgeben bei McDonald's der Burger mir runterfallen oder sowas. Ne? Also du sagst, du bist Neurochirurg, weißt du, und benimmt sich, lebt auch total ungesund, ja, raucht, trinkt und sowas. Also das erwarte ich einfach nicht von so einem Arzt, der angeblich hier nur wirklich solche Anstrengungen und solche Verantwortung hat. Ne? Nee. Ja, deswegen, also der war sehr unglaubwürdig tatsächlich. Und dann in der Kombination mit, dass es zu lang wird, hat es tatsächlich auch im Kino dann zu der einen oder anderen Reaktion auch mal geführt. Gelächter an Stellen, ja, wo es hingehört. Naja, doch, an der einen Stelle war es herrlich. Also das war immer ganz, ganz arg großartig an der einen Stelle, muss ich ehrlich sagen. Das fand ich sehr schön. Da kam ein Kommentar
mit, was er gesagt, na Gott sei Dank. Das war immer großartig. Und das war aber echt schade, weil das tatsächlich dem Film von der durchaus wichtigen Thematik doch einiges wegnimmt. Das ist so hinten, ja, ich muss aufpassen, dass ich nichts spoiler. Aber der, ich sag's mal so, der Filmtitel wird auf jeden Fall auch genannt. Also der Originaltitel. Sowohl der deutsche als auch der englische. Genau. Wobei ich da den englischen fand ich in dem Moment passender, It Ends With Us. Ja, auf jeden Fall. Nur noch ein einziges Mal, weil das ist eigentlich dann auch wieder, naja, ich will mal nichts sagen. Ja, der deutsche Titel ist kacke. Wir müssen hier übelst drum rumschiffen. Ich weiß, das hört sich vielleicht für die geneigten Zuhörerinnen da ein bisschen anstrengend an, wenn wir immer das und das nicht sagen. Aber vielleicht kriegt ihr den Film noch in der Sneak Preview oder wollt ihn noch irgendwann schauen oder vielleicht gibt es den dann noch irgendwo im Streaming und ihr wollt den dann mal noch gucken. Dann wollen wir euch echt nicht da den Spaß irgendwie verderben oder irgendwas. Ja. Ich fand, der Film hat durchaus, also ich habe es auch im Kino gesagt, Die Szene in der Vergangenheit fand ich super, wirklich gut. Wirklich, wirklich schön inszeniert. Total glaubwürdig, diese Romanze. Die war jetzt nicht too much oder irgendwas, sondern diese sanfte, ja, das war wirklich schön inszeniert, wie sie da zusammenkommen und dass es eben nicht alles so ist. Und das fand ich ganz, ganz, ganz toll. Also wirklich diese Szenen und daran, ich habe mich immer so wieder geärgert, wenn sie wieder auf die Jetztzeit geblendet haben und dann kamen wieder so läppische Szenen, wo ich dachte, oh Leute, ey, hallo, hat das die B-Crew irgendwie oder normalerweise hast du ja beim Film verschiedene Crews, die verschiedene Sachen drehen. Also irgendwie die Crew, die Jetztzeit gedreht hat, ne. Also, und auch weil die Darsteller mich überhaupt nicht mitgenommen haben da in der Jetztzeit. Das war alles so ein belangloser Quatsch da. Und gerade der Film hat wichtige Themen, der will wichtige Themen adressieren und das dann so versanden zu lassen, ist einfach absolut schade und verschenktes Potenzial, weil das wäre da gewesen, das Potenzial. Also wirklich, die Produktion war top, stehen gute Firmen dahinter, Verleihfirmen, Produktionsfirmen. Da hätte man mehr sehr gute Hauptdarstellerin. Können. Ja, hätte man mehr draus machen können. Also wird wahrscheinlich trotzdem ein Erfolg werden, weil wenn sogar hier bei mir im Haus die Leute den Film kennen, dann wird es, glaube ich, schon überall promotet werden, der Film, denke ich mal. Die Leute bei dir im Haus. Naja, sag ich ja. Wenn schon hier Frau und Tochter schon den Film was gehört haben, die sonst immer nie, wenn ich gesagt habe, was bei uns lief, so, hä, was? Ja, aber deswegen, das klang so, ja, hier sind noch andere Leute auch noch unterwegs hier bei mir. Genau. Kate, ist das was für dich? Holen wir dich mal wieder ins Boot hier. Tatsächlich will ich den eigentlich sehen und ich habe mir auch gerade, weil ich einfach Bock habe, mit einem Guthaben von unserem Audible mal das Hörbuch geklickt. Mhm. Mal gucken. Das Hörbuch ist also bestimmt besser als der Film. Ich möchte eigentlich den Film auch sehen. Ich warte aber, bis der im Heimkino kommt. Das kannst du ja dann machen, weil ich würde da bestimmt nicht mehr so lange dauern, bis es den dann gibt. Ja, ihr habt aber die Chance, den Film noch im Kino zu sehen, wenn ihr möchtet. Ab dem 15. August, ab letzte Woche, läuft er nämlich schon in den deutschen Kinos. Und ja, macht euch einfach selber ein Bild davon. Wie gesagt, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, deswegen habe ich auch bei uns in der Gruppe 6 Punkte gegeben. Besser gesagt auf der Seite 6 Punkte, nicht mehr eine Gruppe. Chris, was gibst du? Tatsächlich bin ich auch bei 6 von 10 Punkten. Ah, okay. Weil, wie gesagt, ich, ja, die Kritikpunkte einfach, dass es zu lange sind. Ja, trotz allem, spannende, wichtige Thematik, die auf jeden Fall auch angesprochen werden sollte. Und ein Thema, das irgendwie nie alt wird, leider. Ihr da draußen, habt ihr den Film gesehen? Dann geht mal auf kinocast.net, sucht euch den Podcast-Eintrag raus und lasst mal einen Kommentar da, wie ihr das fandet. Möglichst spoilerfrei, falls noch jemand lesen möchte, sehen möchte und liest den Kommentar dann zu früh. Okay, Sneak-Tipps, Chris, wie lautet dein Hinweis und ist da schon irgendwas eingegangen? Der Tipp für die Sneak 1230, mein Güte, auch eine ganz stolze Zahl, ist wie Katz und Maus. Und Kate, ist schon was eingegangen?
Ja, einiges. Ich muss kurz mal einen Überblick verschaffen. Also, es gibt den Tipp: Something in the Water. Ah, das ist der Haifilm. Dann, dann Sleeping Dogs. Manche Lügen sterben nie, ist der deutsche Zwischentitel dazu. Dann glaubt die Selina, dass entweder Blink Twice oder Afraid kommt. Witzigerweise, Afraid habe ich auf meiner Watchliste, den würde ich gerne im Kino sehen. Da geht es nämlich um künstliche Intelligenz. Und dann glaubt noch jemand an New Life und an Horizon. Ich habe weder die Trailer noch gesehen, ich kann nichts zu den Costner Trailern sagen. Flop. Ja, ist in Amerika massiv gefloppt und da kommen eigentlich noch zwei andere Teile davon, von dieser Horizon-Saga. Jetzt überlegen sie schon, ob sie die ins Kino bringen. 3 Stunden Western-Epos. Oh Gott. Also als Serie funktioniert das ja auf Paramount ganz gut, gerade solche Sachen. Aber als Film, Naja, aber ich weiß es nicht ganz genau. Wir hatten irgendwie mal eine Mail bekommen jetzt in der letzten Woche, dass da wohl mal irgendwelche Produzenten oder Regisseure oder vom Filmverleih mal welche vorbeikommen wollen mit einem Film. Mal sehen, vielleicht passiert es diese Woche schon. Also sich da mal mit reinsetzen und mal gucken, wie er uns gefällt. Mal sehen, vielleicht passiert es diese Woche, vielleicht nächste Woche, da bin ich auch dann nicht da. Mal gucken, Chris, oder? Das wird ja spannend. Sehen wir dann. Das wird spannend. Vielleicht sitzt ihr ja neben einem Schauspieler oder einer Schauspielerin in der Sneak und ihr wisst es gar nicht. Jemand, vielleicht der, ist es gar nicht Manuel Neuer. Der oder die mitgespielt hat im Film. Vielleicht ist da hier der von Blink Twice, der Hauptdarsteller. Ne? Na, wer weiß. Auf jeden Fall, weil wir gerade die Seite aufhaben, gerade hier nur ein einziges Mal. Die Wertung, also nichts unter 5, ja, 5 paar Leute. Die meisten haben tatsächlich 6 Punkte gegeben und dann geht es hoch bis 10 sogar. Ne? Also das wollen wir hier auch nicht unerwähnt lassen, weil wir waren jetzt etwas kritisch auch, aber es gab hier Leute, die haben hier 10 Punkte, 9 Punkte, 8 Punkte, also wirklich Top-Wertung gegeben. Deswegen, also macht euch selber ein Bild, geht in die Kinos, angenehmes Klima im Kinosaal und dann genießt einfach den Film und schaut, ob er euch gefällt. Ja, wir waren ja letzte Woche nochmal im Kino. In Alien Romulus. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer den jetzt. Ich glaube, der Chris wollte oder sollte den vorstellen. Sollte. Er wollte nicht. Das würde er jetzt gern mal tun und wird uns mal bei Alien Romulus mal reinholen, worum es da geht. Alien Romulus, ein weiterer Film der großen Franchise aus dem Alien-Universum. Es ist der inzwischen 7. Film der Alien-Reihe und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, er spielt zwischen Alien von 1979 und Aliens von 1986. Aber du zählst Alien vs. Predator mit in die Reihe, oder? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, das ist hier gemacht. Also ich habe es hier jetzt auch okay. Abgelesen. Das kann gut sein, ja. Genau, es geht bei Alien Romulus darum, dass wir eine Dame kennenlernen, eine junge Dame, und zwar Rain Carradine, gespielt von Kaylee Spani. Und die möchte runter von dem Planeten, auf dem sie ist, weil sie ist ja da, sie ist auch auf so einem Industrieplaneten mit so Bergbau und was ich weiß. Darf ich dich kurz unterbrechen? Wo haben wir die zuletzt gesehen in der Sneak? Na? In dem World, nicht World Civil War, wie heißt das? Civil War. Super genau. Film, ne? Den gibt es jetzt bald im Streaming übrigens. Ja, den gibt es, glaube ich, schon zum Kaufen, kann man ihn, glaube ich, schon im Stream. Genau. Und die möchte eigentlich runter von dem Planeten, weil da scheint nie die Sonne und was weiß ich was. Und sie ist der Meinung, dass sie da jetzt auch schon im Bergwerk so viele Tage abgearbeitet hat und alles. Und macht sich mit ihrem Gefolgsjungen, der ein bisschen schräg wirkt, Andy heißt der, auf. Der wird gespielt von David Johnson. Und wird quasi dann aber ziemlich harsch abgewiesen und erfährt dann, ja, nee, du musst noch ein paar mehr Tage hier bleiben, weil das ist alles so ein bisschen ein gezinktes System. Und dann wird Andy noch zusammengeprügelt und dann stellt sich raus, okay, mit dem Andy stimmt wirklich was nicht, weil der ist nämlich ein Roboter, ist der Alien, der Andy. Junge. Andy und Alien, warum bringst du mir solche Sachen am frühen Morgen hier? Und ja, wie dem auch sei. Sie kommt dann mal wieder mit ihrem Bruder zusammen. Das war Tyler, ne? Ihr Bruder war Tyler. Nein, Andy ist der Bruder.
Nee, sie Andy ist Andy der Roboter. Als ihren Bruder an. Ja, der Android ist kein Roboter. Ja, aber der richtige Bruder ist Tyler. Nein, Tyler ist nicht ihr Bruder. Doch. Tyler ist nur ein Freund. Ja, das sind alles so Freunde, so eine Clique, hätte man früher gesagt. Die steht doch auf denen. Die mit den. Die hat doch niemanden mehr. Ah, doch, Ex-Freund Tyler. Okay, ich nehme alles zurück. Ja, die hat keine Ex-Freund. Familie mehr. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ihr Ex-Freund Tyler, ja, das war mein Fehler. Für mich sind alles Brüder und Geschwister. Ich achte da nicht so drauf, das ist mir alles egal. Und. Ja, Freund, Brüder, Geschwister, das ist ja quasi wie in so einem kleinen Tal in irgendwo im Wald, da im Dorf, ja, hier so, ach, ist alles ja egal. So ein Bergwerk. Ist mein Bruder, ach, egal, ist auch mein Freund. Ist wurscht. Also Tyler, ihr Ex-Freund, ich habe mich ja schon korrigiert. Die Isabella Merced hast du vergessen. Tyler nicht mögen. Jedenfalls, Tyler möchte mit seinen Kumpels auf ein Schiff drauf. Sie glauben, dass es so eine Art Raumschiff ist, was über ihnen rumschwebt und was in absehbarer Zeit in einen der Planet hat so einen Ring außenrum, so ein Steinring, der. Warum lachst du? Soll ich mal übernehmen? Nein, und da droht halt diese Station, dieses Raumschiff abzustürzen und sie fliegen dann da hoch gemeinsam. Und sie müssen halt Andy mitnehmen auf jeden Fall, weil er als Android da irgendwie Zugang kriegen kann und schlag mich tot. Und fliegen dann da hoch, stellen dann fest, oh, es ist ja gar kein Raumschiff, sondern eine alte Raumstation. Und dann ist es lustigerweise die Raumstation, die in den ersten 3 Minuten vom Film gezeigt wird, die irgendwas eingesammelt haben. Und halt auch komische Sachen vorher eingesammelt haben. Und es passieren auf dieser Raumstation seltsame Dinge. Weil. Sieht da so ein bisschen Deep Space Nine-ig aus, ne? Die Raumstation. Ist aber irgendwie zweigeteilt. Der eine Teil heißt Romulus, daher auch der Name, und der andere Teil heißt Remus. Hat man mal gesehen, wo die Außenaufnahmen hatten. Hm. Ja. Und eben diese Romulus, auf dem sind sie. Und wie es halt so ist, war vielleicht der Ausflug, um da irgendwas zu erbeuten und dann auch runterzukommen von dem Planeten, nicht die beste Idee, die man hatte, weil. Alles ist anders, als man denkt, weil auf dieser Station wohnen eben die Aliens. Und dann beginnt eben dieses alien-typische Facehugger-Ding mit der Geburt eines Aliens und der schnellen Entwicklung der Aliens und dann der Jagd der Aliens auf die Menschen, weil die wollen ja auch essen. Viel Schleim, viel Säure, versuchter Grusel und ja, also es ist halt ein klassischer Alien-Film. Also wenn man Alien und Aliens gesehen hat, weiß man, was passiert. Sagen wir es mal so. Habe ich jetzt irgendwas Wichtiges gerade vergessen? Nee. Kate wollte übernehmen, deswegen. Nö, nee, vielleicht, dass sie da noch einen Androiden finden auf der alten Raumstation, den sie nochmal in Gang setzen, der ihnen dann so ein bisschen was berichtet. Iron Home den, übrigens. Den kennt man, den, ja, aber nicht der Hook. Echte. Das haben sie, ja. Glaube ich. Archivmaterial. Ja, der dann ein bisschen was, ist ja meistens so ein, ja, so ein Running Gag, würde ich fast sagen, mit diesen Androiden bei Alien. Ja, was halt schön ist, dass halt wirklich dieser ganze Style und der Look ist halt wirklich wie bei dem alten Film. Also die ganzen Computer sehen halt wirklich aus irgendwie wie aus so von Anno Dunemals hier. Und es spielt aber ja in der Zukunft, ne? Damit das so sich schön einfügt in das andere. Ich fand es sehr erfrischend, dass jetzt so eine Truppe von jungen Leuten da betroffen ist. Und waren ein paar sehr richtig gut inszenierte Szenen drin. Ich sage nur, wo sie schleichen müssen zum Beispiel. Das kennt man ja auch aus irgendwelchen Computerspielen oder sowas. Und später gab es dann auch noch ein paar richtig tolle Szenen, die mir sehr, sehr, sehr gut gefallen haben. Also war so ein richtig schöner Back-to-the-Roots-Alien-Film für mich. Aber gucken, was die Kate dazu sagt. Sie hat bestimmt wieder auf dem Rüttelsitz gesessen. Hat es da ein bisschen gerüttelt jetzt bei dem Film? Oder? Ja, tatsächlich habe ich mir den auf dem Rüttelsitz angeguckt. Ach, mir ich noch mehr. Ich musste mir das nochmal ausprobieren. Musste das nochmal bei so einem Actionfilm ausprobieren. Und
Ich hatte zum Chris gesagt, ich soll dich übernehmen, weil der Chris so ein bisschen, ich fand den Film eigentlich gar nicht gutartig erzählt hat. Dachte ich, vielleicht sollte ich mal meine Meinung dazu geben, weil ich habe den Film richtig gut gefunden. Was mir halt an der Prämisse gefallen hat, ist, dass diese Jugendlichen versuchen, ihr Leben zu verändern. Sie wollen von dem Planeten runter, sehen da eine Chance, auf diesem Schiff an Kryokammern zu kommen, um eben auf eine längere Reise zu gehen. Und die Prämisse fand ich gut, dass der Film einfach mal anders anfängt als andere Filme von Alien. Und ich fand die jungen Schauspieler ganz cool. Die eine ging mir ein bisschen auf die Nerven, aber ist egal. Machte die Hauptdarstellerin. Erik, wie du schon sagst, es gab sehr, sehr coole Szenen, auch Klassik-Szenen, so wie quasi wiederhergestellt. So dieses typische Frau an der Wand, Alien vor ihr und sie dreht so den Kopf weg. So, das ist so die typische Alien-Szene, die gibt es eigentlich in jedem Alien. Und ich finde es teilweise gut, dass sie sich treu bleiben. Andererseits ist es halt nichts Neues, ja, nichts, was man schon mal gesehen hat. Und ja, also auf den, das witzigerweise, du hast die Schleichszene angesprochen. Diese Schleichszene fand ich richtig gut und die war auch auf den D-Box-Sitzen sehr, sehr gut, weil der D-Box-Sitz hat quasi in Anführungsstrichen geschwebt. Du bist quasi, du saßt quasi drin und hast dich ganz leicht mit den Bewegungen, ohne Vibration oder so, einfach mitbewegt. Und als dann das umschwenkt und man quasi diese Rennszene hat, ist der Stuhl komplett mit in die Kurven gegangen. Ach. Und das war richtig gut. Also ich war mit dem Fabi drin, der ist nochmal mit mir reingegangen. Ah, okay. mit mir reingegangen, der hat ihn zweimal jetzt gesehen. Und der hat auch gemeint, das war richtig gut. Und der hatte den Sitz auf volle Pulle gestellt. Und er hat gemeint, ist schon geil. Also es war mal ein cooles Erlebnis. Und die Szene, die ist uns einfach beiden im Gedächtnis geblieben, weil die einfach mit dem Stuhl nochmal ganz anders miterlebbar war. Hm. Aber jetzt abgesehen vom Stuhl war der Film, fand ich, sehr, sehr cool. Ja, also mir hat er gut gefallen. Schöner, wirklich schöner Back to the Roots Film und es passieren halt auch überraschende Sachen. Das ist jetzt, da überleben jetzt nicht die, wo du denkst, oh, wird ja, auf jeden Fall überleben, und sondern ja, dann auch, was weiß ich, die Szene, wo sie dann immer mal, wo die Schwerelosigkeit immer mal so reinkickt und alles hochfliegt und ach. Ja, also wobei, da habe ich auch den einen oder anderen Filmfehler gesehen. Ja, mein Gott, aber ich mag das einfach auch, die Inszenierung, die Kameraperspektiven, die der hatte. Ich mag sogar schon das Poster. Dieses Poster, wo du die siehst, wie so ein Facehugger dabei, irgendwie so in Rot. Ey, und dann die Ideen, die sie hatten mit diesem mobilen Röntgengerät, wo du dann siehst, was da drin ist. Das war geil, das stimmt, und ja. Da lauter so coole Ideen drin gehabt in dem Film. Und ja. Das ist halt wirklich eine schöne Neubelebung. Wie habe ich es auf Twitter geschrieben? Feder Alvarez, also der Regisseur, der bringt frischen Wind ins Raumschiff. Und das ist halt wirklich so, diese ganzen, wenn ich dann dran denke, wie ich mich geärgert habe über diesen Prometheus-Film. Ach, dieses, fand der nicht schlecht, Prometheus. Dieses pseudophilosophische, gekünstelte, so, oh, wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Ich hasse diesen Film, ey. Das ist einfach der absolute Alien-Dreckfilm. Ich habe an dem neuen Film jetzt nur einen Kritikpunkt. Und zwar das Ende. Ja, dreht ein bisschen also nicht zu das sehr Ende, ab. Ja. Ende, nicht das Ende, sondern das, was davor passiert. Ja, dreht ein bisschen sehr ab. Ich weiß, was du das meinst. Aber das war einfach zu viel des Guten. Auch aber andererseits hat man in der Szene auch wieder so das Gefühl und auch wieder so ein bisschen den Verweis an die späteren. Ich sag nur wie nennen die sich in Prometheus? Die Erschaffer oder wie die heißen? Ja, aber nachgehen. Das war Quatsch. Ja, natürlich ist es absoluter Quatsch. Also, natürlich ist es absoluter Quatsch, aber du denkst in dem Moment, Ähnlichkeit. So. Also ich finde es ja schön, dass Slenderman nochmal eine Rolle gekriegt hat, aber es war einfach Quatsch. So, Feder Alvarez hat in einem Interview gesagt, dass das so ziemlich ohne Greenscreen entstanden ist, natürlich außer den Weltraumszenen. Und die haben das alles nachgebaut, dieses Raumschiff da im Set.
Und das sieht man halt auch, weil die Leute interagieren mit allen. Ich mochte sehr den Look auch, dass alles so dreckig angefühlt hat. Alles irgendwie kaputt, alles lag irgendwie rum, wo die auf der Raumstation waren und so. Das war ja damals auch als der erste Alien-Film. Vorher gab es nur so 2001 Odyssee im Weltraum. Alles war so klinisch sauber und dann kam halt Alien so richtig dreckig und bäh. Und das war halt richtig schön. Und ich mochte auch diese Kapitalismuskritik, die wieder drin ist, für diese Weyland-Yutin-Organisation, die halt wirklich irgendwie weltumspannend tätig ist und da irgendwelche Leute unterjocht. Und das war ja auch schon im ersten Alien-Film drin. Hattest du nicht ein T-Shirt von denen an? Ja, genau. Ja, das gehört zum Alien-Franchise, genau. Und das war ja auch im ersten Film schon drin, wo die quasi die einfachen Arbeiter, die wirklich die eigentliche Arbeit leisten, mehr Geld haben wollen für das, was sie tun. Und nee, also. Das hat mir der Fabi erzählt gestern. Mhm. Der ist gekommen und hat erzählt, sie haben da gewartet vor dem Kino und dann sieht er von weitem einen mit so einem T-Shirt und dachte so, oh, der hat ein cooles T-Shirt. Oh, warte, das ist Erik. Der Fabi, der hat auch manchmal, ich weiß nicht, vielleicht sollte er sich mal röntgen lassen oder so, weil das hatte ich schon damals ein paar Mal in der Sneak an, wo er mit war und jedes Mal hat er gesagt, oh, du hast doch ein cooles T-Shirt. Also jedes Mal, also irgendwie scheint er das ganz gern zu vergessen. Aber gut. Ja, was geben wir denn so punktemäßig? Also ich lege mal vor, ich gebe 8 Punkte, mir hat er wirklich gefallen. Das ist so ein Film, den gucke ich mir noch 1, 2, 3, 4 Mal an. Hat mir besser gefallen als irgendwelche Prometheus-Sachen und irgendwelche Alien vs. Predator auf jeden Fall. Ja. Chris? Achso, Kate, ja? Achso, ja, ah. Ich gebe ihm 7,5. Okay. Und Chris? Mit der härtesten Kritik? Ich gebe ihm 6 von 10, weil er bringt vielleicht ein paar nette neue Features rein, aber vom Prinzip her ist es die Neuerzählung oder eine Nacherzählung von Alien. Und arg viel Dingsen ist es nicht. Und wie ich es auch schon öffentlich kundgetan habe, ich weiß nicht, ob ich einen weiteren Alien-Film brauche, wenn das in die Richtung geht, weil alle paar Jahre immer wieder das Gleiche. Nee, naja. Naja, das war es ja nur gerade nicht. Aber gut. Ja. Aber Erik, Chris, ich kann dich beruhigen. Es wird wahrscheinlich erstmal keinen neuen Film geben, weil es kommt erstmal eine Alien-Serie. Ja. Okay. Wird auch gut. Okay, wir schauen mal, was in den Kinocharts sich so abspielt und was Neues startet. Welche Top-Filme? Kinocharts und Neustarts. Platz 5 in den Stuttgarter Innenstadtkinos ist von der letzten Woche ist Trap No Way Out. Auf Platz Nummer 4 Alles steht Kopf 2. Platz 3 Ich einfach unverbesserlich 4. Platz Nummer 2 Long Legs. Ja, haben wir ja auch schon besprochen. Platz 1 Deadpool and Wolverine. Ja, mal gucken, wie es dann diese Woche aussieht mit den ganzen neuen Filmen, die da gestartet sind. Mit den Zweien, die wir zum Beispiel heute besprochen haben, die sind alle beide letzte Woche gestartet. Die werden sich dann bestimmt damit reinmischen. Und es starten ja auch neue Filme. Was sind dann so die Top-Filme? Werfen wir mal einen Blick rein. Da ist zum einen dieser Horizon mit Kevin Costner in der Hauptrolle, dieser Western. Chris, was hast du am Angebot? Ich habe Borderlands im Angebot. Die ist da bis jetzt die Videospielverfilmung von Eli Roth. Der hat Hostel gemacht. Ja, aber ich muss schon sagen, es gibt da diverse Memes schon, die den Film von Leuten, die den Film gesehen haben, wie Madame Web den Preis vom schlechtesten Film des Jahres an Borderlands übergibt. Verheerende Kritiken. Also der muss ganz, ganz, ganz grausam sein. Aje, na gut. So durch die restlichen Rush mal ein bisschen durch. Blink Twice läuft an mit Channing Tatum. Sonnenplätze läuft an, den hatten wir in der Sneak Preview hier besprochen. Ja. Genau, Micha den Neuer Groß, Detektiv Conan, Charlie Hübner und Adieu Chérie, Trennung auf Französisch. Da habe ich den Trailer auf kinocast.net, der sieht echt süß aus. Könnte eine schöne Sommerkomödie sein. Okay. Gern. Okay, das waren so die Neustarts in aller Kürze und die Charts und ja, zum Thema Serienneustarts habe ich jetzt nicht so viel, aber wenn wir einmal beim Streaming sind, möchte ich darauf hinweisen, dass auf Amazon Prime jetzt seit gestern der Film Das Erwachen der Jägerin verfügbar ist, den wir in der Sneak Preview besprochen hatten mit der Rey aus Star Wars hier. Und der war eigentlich auch, hat ein cooles Ende gehabt.
Und auf Netflix, hat mich etwas überrascht, gibt es jetzt seit vorgestern neu Tanz der Teufel, den alten. Also wer den nicht kennt, ich weiß natürlich nicht, wie und ob der geschnitten ist, aber vielleicht, der ist ja mittlerweile ein bisschen rehabilitiert. Genau, vielleicht geht er ja sogar zum Gucken. Jo, ansonsten ein paar kleine News-Geschichten. Also zum einen wird es jetzt, denke ich mal, ein paar Wochenenden keine neue Folge geben, weil ich nämlich im Urlaub bin und auf der Gamescom. Ja, Chris kommt diesmal nicht mit auf der Gamescom, der hat zu Hause Dienst. dann werde ich alleine dann hinterher berichten, was es da zu sehen gab. Und ich gehe aber dann direkt nach der Gamescom dann in Urlaub. Weiß ich nicht, ob muss man zwischendurch nochmal schaffen. Also am Montag gehe ich auf jeden Fall in die Sneak. Vielleicht schaffen wir es dann irgendwie, vielleicht Freitag oder so mal aufzunehmen, mal schauen. Das machen wir uns noch aus. Dann kriegt er irgendwas auf die Ohren. Ansonsten wird es halt erst irgendwie Anfang September was. Mal schauen. Also nicht überrascht sein, wenn da erstmal nichts kommt. Jo. Und dann packen wir auf die Playlist auf Spotify vom Kinocast. Die heißt Kinocast Songs. Den Song aus Nur noch ein einziges Mal, der am besten erträglich war. Also die anderen waren alle komisch. Nämlich Fatboy Slim mit Praise You. Der ist da auch drin. Die anderen fand ich alle, naja. Aber was weiß ich schon. Ernsthaft, da ist sogar ein Taylor Swift-Song dabei. Ja, ich sag ja, das ja. Ja, das sagt er ja. Boah, ihr seid solche Kulturbanausen. Ja, genau, den packen wir drauf. Ansonsten euch allen, wenn ihr im Urlaub seid oder geht oder wart, dann ja, viel Spaß im Urlaub. Ansonsten hören wir uns bald wieder. Tschüss. Auf Wiederhören. Bye, bye. Bis bald im Kinocast.